Was ist denn, Herr Fehlmann? Warum ist die Maschine hier, Herr Schröder? Was ist denn damit los? Ja, also sie hat jetzt die längere Zeit gestanden und sie springt nicht mehr so an. Und du meinst, wir kriegen das wieder hin? Das kriegen wir hin. Ja. Deswegen, aber ich meine, das kriegen wir bestimmt hin. Du weißt, ist da nichts Schlimmes? Herr Schröder, wir werden beobachtet. Von wem? Der Kameramann ist da. Ach du Schande, das ist ja peinlich. Ja, man ist auch nie alleine. Aber wir haben ihn ja hierher bestellt, weil das ja jetzt auch diese Maschine wieder mal was ganz Spektakuläres ist. 1925, Herr Schröder, ne? Ja, genau. Unglaublich, ne? Ja, fast 100 Jahre. Da warst du noch flüssig. Ja. Du, selbst ja. Ich auch. Ja, ja. Ich auch ja. Flüssig. Ja. Du. Ja, ja. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Ja, das ist es. Und so fährt sich das Ding auch. Ja, ne? Ich bin ja auch einmal schon damit gefahren. Ja, Dann haben wir das Getriebe mal gemacht, das weiß ich noch. Ja, wir haben ja alles. Die Magnetzünder haben wir schon mal gemacht. Ja, richtig. Ich kann mich noch erinnern, wie du das Motorrad damals gekriegt hast. Das war ja auch wirklich nur so ein Fragment. Ja. Du hast ja noch ein Foto davon. Ich hole das mal. Aber es war alles dabei, Andi. Ja, aber wenn man sich das mal anguckt, so hat Herr Schröder die Maschine damals bekommen. Es war alles dran, ne? Ja, es war alles dran. Ja. Hier unten und der Kettenschutz und so, der ist doch neu gemacht worden. Hat Jörg gemacht. Der war genauso zerfledert wie dieser. Hat Jörg gemacht. Hat er repariert, das weiß ich noch. Und dann war das ja so, du kriegst ja neue Reifen und hast die alten Reifen abgezogen. Ja. Weißt du das noch? Das war interessant. Das war echt interessant. Ja. Der Reifen, der war 24 Mal geflickt hinten. Der Schlauch. Der Schlauch. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und Flicken, die waren richtig schön groß. Ne? Ja. Also da waren richtige Löcher drin. Ne? Ja, und das waren auch nicht so eine Flicken, die man so im Laden kaufen konnte. Nee, die wurden alle selbst gemacht. Aus alten Reifen wieder. Ausgeschnitten aus alten Reifen, Schläuchen. Ja. Schade, dass wir die nicht mehr haben. Ne? Das war ein Kunstwerk, der Schlauch. Ja, das war richtig, das war echt richtig schön. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Naja, und dann hat Herr Schröder nach und nach das Motorrad so wieder in diesen Zustand hingekriegt. Und das finde ich ganz toll. Selbst, was ich auch noch so gut finde, hier die Carbidlampen. Die habe ich von Herrn Feldmann. Ja, die hast du von mir gekriegt. Das ist ein Sponsor von Herrn Feldmann. Ja, das stimmt. Das ist an sich eine Fahrradlampe. Und, aber das passt ja noch zu dem Ding hier. Ja. Das ist ja auch ein besseres Fahrrad und so. Das ist schon in Ordnung. Mhm. Und das wollen wir auch mal vorführen, wie man überhaupt Carbid und wie man das auffüllt und wie man das zum Leuchten bringt. Carbid ist ja wie, da ist ja ein kleiner Gasentwickler drin, so kann man das ja sagen. Ja, das ist so ähnlich wie so mit seinem Scheiß da. Bloß, dass wir mit Wasser arbeiten und er mit Pellets oder mit Carbid. Carbid, ja. Wenn man Wasser und Carbid verbindet, dann fängt es an. Gas. Hat sie Telengas beim Schweißen? Wir hatten früher noch. Wir hatten früher immer die Entwickler. Wir hatten Gas im Kabinett. Ja, aber hallo. Du hast das gestunken immer. Ja, aber wenn du die sauber gemacht hast. Ja, aber fürchterlich. Ich mochte da mir nicht bei. Nee, das musstest du aber da in der Aufgabe als Lehrling. Ja, wir mussten das machen. Ja, logisch. Mhm. Und wir hatten früher noch die Kapitlampen unten, die waren so eine Dinge und dann konntest du damit leuchten. Ne? Das ist genauso wie... Carbid-Taschenlampe. Ja, aber mit so einem Behälter musstest du den tragen, so als Rücken. Mhm. War richtig toll, war das, ne? Ja, so eine Nachtwächterlampe. Ja, sowas ähnliches, so sahen die aus. Mhm. Ne? Das stimmt. Die hast du gefüllt und dann hattest du ein paar Stunden hattest du den Licht, ne? Ja. Hast du denn überhaupt mal geguckt, Herr Schröder, ob da ein Funke kommt und so? Der Funke kommt, das weiß ich. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Ja. Also wenn, dann müssen wir mal sehen, dass wir die Zündkerze rauskriegen. Mhm. Und dann mal sehen. Und ich meine, ich habe so ein bisschen den. Und wir müssen den Zündzeitpunkt vielleicht mal überprüfen. Okay, ja. Du hast ja bessere Augen, die müssen wir hier an diesen Dings da einstellen hier. Ja. Oder? Diesen blöden Vergaser, Verteiler hier. Den hast du auch im Verdacht. Den habe ich auch im Verdacht. Dass er, der ist ja Ansauch und Auspuff im Eins. Ja. Und in der Mitte ist ein Stich. Ja. Und wenn der Stich nicht ganz dicht ist, dann kann das auch passieren. Ja. Ja, dann zieht er mal da neben Luft. So sieht das aus. Das und das müssen wir überprüfen. Ne? Ja.
Klasse. Aber wir gehen erstmal ganz systematisch vor. Wir fangen nicht da. Wolltest ja noch mal was zu dem Motorrad erzählen, Herr Schröder. Ja, ne? Das wollte ich gerne. Ja. Deswegen sind wir ja auch hier. Mhm. Ne? Wie schön das alles ist. Du. Hierhin die Kabinenlampe. Auch ja, das ist, die habe ich aus Frankreich gekauft. Ja. Klasse, du. Ne? Und die Schläuche hier, die Kapitschläuche, die gibt es nur in Holland. Und kann man keine normale Schläuche nehmen? Nein, die Kapit ist besonders. Ach, weil das so frisst und... Ich weiß das nicht, aber das ist so. Und okay. Die gab es auch in Rot, aber in Rot wollte ich sie nicht, eben von der Farbe her. Ne? Und das ist der Holländer, der hat sowas alles. Auch die Reifen. Das ist ja auch einfach, eine Lampe anzuschließen, einfach nur einen Schlauch und hast Licht. Ne? Ja. Und heutzutage brauchst du zwei Kabel. Ne? Ja, aber das ist einfacher, Herr Schröder. Ja, der Schlauch ist ja auch nicht ganz. Und vor allen Dingen, er kommt ja nicht lange aus. Ne? Also nee. Mit der Kleinen da. Nee. Ne? Du hast höchstens eine Stunde, zwei Stunden Licht. Muss schnell zu Hause sein. Genau, ja. Da kannst du nicht lange rumdödeln da abends, ne? Nö. Oder in der Nacht. Ne? Ob du denn überhaupt was gesehen hast mit der Lampe, ist ja auch noch die Frage. Das ne? kann ich dir sagen. Da kommt nicht viel, ne? Du, das finde ich auch toll, dieses Emblem hier. Ach so, ja, das ist ganz toll, ja. Mit den beiden Elefanten. Das soll wohl so viel heißen, nämlich bei dem einen Elefanten ist hier der Rüssel gerissen. Und das soll ja wohl so darstellen, dass die so viel Kraft hat, diese Maschine, genau. Dass sie einen Elefantenrüssel zerreißen ja, kann. Genau, der arme Kerl. Hier, du. Das ist das Logo. Das ist das Original-Logo von Thomann. Ja. Thomann Nanterre. Nanterre, ja. Das ist an der Seine bei Paris. Ja, genau. Haben wir auch schon festgestellt. Ja. Da wurde die Maschine gebaut. Es gibt auch so noch größere Thomann-Motorräder. Ja. 350 habe ich mal gesehen. Ja, aber nicht von diesen Thomann. Nee, das gab noch. Erzähle ich dir. Ja, erzähl. Also diese Firma, die dieses gebaut haben, die ist 1908 ist die gegründet worden. Ja. Von den Gebrüdern Alois und John. Thomann. Ja. Und die haben sich 1911 haben sie sich zerstritten. Brüder. Die Brüder. Oh. Jawohl. Und dann hat als Jung die Firma aufgekauft. Die Firma Thomann. Die Thomann ja. aufgekauft. Und die hieß dann Thomann und Co. und so weiter. Ne? Ja. Und die haben also praktisch den Namen haben sie beibehalten, weil der Name ja an sich recht gut war. Und haben auch das Logo übernommen. Auch das mit den Elefanten. Ja, mit ja. dem Elefanten. Und dann hat... Der Alphonse hat denn 1911 hat er wieder Fahrräder gebaut. Mhm. Gute Rennräder. Ja. Und sein Bruder, der hat wieder Motorräder gebaut. Und die hatten ein Logo mit dem Affen. Da gibt es auch Thomann mit dem Affen. Wo der Affe zerrissen wird. Nein, der hat nur einen Affenkopf. Ich Ach weiß so. Das, ich habe das Emblem mal gesehen, dieses ja. Logo mal gesehen. Ja. Und der hat einen Affenkopf. Das ist ja auch eigentlich schon ganz modern für die Zeit, dass der schon eine richtige Schaltung hat, dass er einen Kickstarter hat. Früher hatten solche Motorräder in der Bauart immer noch Pedalen gehabt. Ja. So wie ein Fahrrad. So wie Quickly, ne? Der hat ja richtig auch eine richtige Kupplung hier. Ja. Ne? Und das für das Baujahr ist das schon echt verrückt. Ja, aber gewesen. Das ist 1925. Ja, ne? das ist aber schon recht selten, dass das dieses Getriebe zum Beispiel, das ist ein Engländer. Ja. Das ist ein Engländer. Der Sattel ist ein Engländer. Die haben sich das ja auch alles früher gekauft. Die haben sich das zusammengekauft. Mhm. Der Motor zum Beispiel, das ist an sich ein gebürtiger Schweizer. Ach. Züricher. Ja. Zürcher. Kann ich gar nicht aussprechen. Aber der kommt aus der Schweiz. Mhm. Und der Franzose hat ihn nachgebaut und übernommen. Aha. Und der Franzose hat ihn Zedel genannt. Das ist ein Zedelmotor. Mhm. Weiß nicht warum, wie auch immer. Ist das französisch Zedel? Ich weiß es nicht. Das wird Z-E-D-L geschrieben. Also ich spreche das bestimmt nicht richtig aus. Aber Zedel.
Sidelgo, ich bin Kamerun. Ich lese das. Die Deutschen sind ja so, die lesen das so, wie es geschrieben wird, so lesen sie es auch. Ja. Ne? Und das ist natürlich im Ausland ganz anders. Ne? Ja, die Franzosen haben ja sowieso, das spricht man ja auch anders aus, diesen Nanterre. Ja. Wir würden ja Nanterre sagen. Ja. Aber das heißt Nanterre. Ja, ja. So, weißt du, die Franzosen. Gut. Ja, ne? Ja, ja. Ja, und dann hat er, wie gesagt, hier hat er ja keinen Gast zum Gastreden, sondern nee. Gast wird hier oben als Standgast eingestellt. Ja. Da ist sich die Schnelligkeit eingestellt. Ja. Ne? Und also als das ist so wie früher die alten Träger, die hatten auch Standgast. Standgastgriff, ne? Ja. Gut, das Bremse hier? Das ist die Bremse. Bremse hat er vorne grundsätzlich keine. Aber da hinten zwei. Der hinten zwei. Einmal hier die Felgenbremse. Ja, die Felgenbremse. Aber auch wie das gebaut ist, ganz toll hier. Ne? Guck mal, wie das bremst. Und die Hinterrad manchmal mit der Fuß. Und die Trommel. Ja, das ist und ja auch da hat doch der vom TÜV gebremst, ne? Ja. Wo ihn das Rad da so ein bisschen vereckt wurde. Und da haben wir schnell eingepackt. Weißt du, wo er die Abnahme gemacht hat? Da ist er noch Probe gefahren. Die hat sogar TÜV, die Maschine, ne? Ja, logisch. Ja, ganz klasse. Doch. Nach 5 Jahren Restauration habe ich den zur TÜV hingebracht und durchgekommen, was heißt mit ein bisschen Aufwand und so. Ja, ja. Ich habe alle Daten konnte ich belegen durch diesen. Ich hatte, wie gesagt, die habe ich ja 2012 gekauft und 2017 war sie fertig. Und dazwischen habe ich dann immer so reduziert, beziehungsweise da habe ich jemanden kennengelernt, beziehungsweise ich nicht, sondern Michael. Michael hat einen Kollegen in Frankreich verabschiedet, der ging in Rente. Ich sage, du Michael, den brauche ich, den Mann. Der kann Französisch. Der kann Französisch. Ja. Und dann hat er sich kurzgeschlossen bei der Verabschiedung in Paris. Hat er gesagt, so immer zu meinem Vater, der hat einen Spleen. Der hat sich eine französische Maschine gekauft. Der kommt noch nicht mit klar. Kannst du ihn da unterstützen? Mm. Und dann sagt Roland, mach ich sofort. Ja. Aber jetzt wollen wir das mal. Und jedenfalls, ja, nun lass es mal. Jedenfalls hat die Maschine, die hat, habe ich 1.700 Euro bezahlt. Im Einkauf? Ja. 1.700? Ja. Nein. Ja. So als Schrotthaufen? Ja. Nein. Ja. Mein Sohn hat gesagt, der ist bescheuert. Ja, so ein, aber ich wollte unbedingt solche uralte Maschine haben. Und die Deutschen, die kriegst du unter 20.000, kriegst du die nicht. Nee, die Wanderer, nee, sind die alle NSU teuer. Und so, die sind sagenhaft teuer. Ich sage, das brauche ich nicht. Ich möchte das haben. Dann nehmen wir den Franzosen. Wir nehmen den Franzosen. Ja. Und dann kommen wir billiger von weg. Ja. Aber ich habe festgestellt, ich habe über 3.000 reingestellt. Nein. 2.800 ungefähr. Wahnsinn. Mit TÜV aber, ne? Mm. Allein der TÜV, der hat schon über 310 Euro bezahlt, ne? Du hast ja auch alles vernickeln lassen. Alles vernickeln lassen, ja, natürlich. Das ist schon ein bisschen aufwendig gemacht worden. Ja. Aber das wollte ich ja auch. Ich wollte schön sein, und beziehungsweise in Anführungsstrichen, aber es soll gut aussehen und ich soll Freude haben. Ne? Ja, aber wenn man sowas schon macht, dann muss man das auch hundertprozentig machen, finde ich. Und dann hatten wir ja diese wunderbare Farbe, hatten wir ja. Oh, ne? den Lack, den haben wir so schön hier drauf. Ja, ne? Ja. Und weißt du noch, der Tank, der war ja so verbeugelt hier alles, ne? Ja. Den konnten wir ja nicht da nach Schleswig bringen. Ne? Nee, den mussten wir musstest du extra lackieren, ne? Ja. Der wurde richtig bearbeitet, ne? Und gelötet haben wir den ja auch noch. Gelötet, ach, wir haben alles gemacht damit, ne? Der sah richtig, also wie glatt der jetzt ist, ne? Ja, und stabil. Ja. Und hier kommen zwei Flüssigkeiten rein. Ja, das ist einmal Öl. Einmal Öl. Und das nimmst du hier unten raus. Ja. Und dann kannst du aufmachen, Herr Feldmann. Sie haben noch Kraft. Ja, wieso? Ja. Und dann gucken Sie da mal rein, Herr Feldmann. Wie schön. Das ist mein Mixpickel. Inhalt für 2,5 Liter. Ja. Herrlich. Da kommt Benzin rein, 8 Liter. Ne, hier steht Öl. Das ist Öl, das ist Zweitaktöl. Ja, hier kommt das Öl. Aber früher gab es ja kein Zweitaktöl. War das einfach 60er Öl oder wie auch immer. An der Kette, du.
Ja, damit er nicht wegfliegt, ja, da irgendwie, was weiß ich. Und die, diese Verschlüsse, die waren auch dabei? Noch, die waren alle dabei. Das war komplett fertig hier. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Außer dieses habe ich machen lassen hier. Das Schild, ne? Typenschild von Thormann. Ja. Das ist in Bayern nachgemacht worden. Aber es ist alles gut. Original. Und er hat die Lampe vom TÜV, die wollte er natürlich nicht abnehmen. Ne? Nee. Das ist verboten. Ja. Und dann habe ich, daraufhin habe ich mir dann was Neues einfallen lassen. Dann habe ich hier die blöden Halter. Aber ich musste hier was machen. Mir eine Trommellampe gekauft. Und da kommt eine Batterie rein. Und da ist eine Batterie drin. Nein. Guck mal da. Da können wir ja doch das bei Nacht fahren. Ja, mit dem hellen Licht geht das. Oh, Wahnsinn. Ne? So. Ach, hat er auch Fernlicht? Nee, ne? Ne. Guck mal hier, da. Ach, und da ist diese... Da ist die Bakterie drin. Ja, und die sind schon so selten und da zu habe kriegen, ich dieses... die Batterien. Hä? Die sind so selten zu kriegen. Du, die, ich war in mindestens 5 Geschäften, die habe ich nicht gekriegt. Gibt's gar nicht, ne? Doch, in bei Obi habe ich sie jetzt bei gekriegt. Obi. Ja. Bei Obi in Flensburg. Da bin ich extra mit dem Moped nach Flensburg gefahren. Vom Obi-Hörnchen. Ja. Ja, klasse. Und da ist eine Dings drin. Eine LED-Birne drin. Ja, eine LED-Birne. Klasse. Da habe ich extra so eine Taschenlampe geschlachtet. Ja. Verstehst du? Und das Ding da eingebaut. Ne? Klasse, Herr Schröder. Ja, ein anderer Vergaser war dran, Andi, das weißt du. Mhm. Ein Logomar. Ja. Oder wie der hieß. Und der hat aber nicht so funktioniert. Der hatte keinen richtigen Standgas. Nee. Und nun habe ich einen Gunther gekauft in Frankreich und der läuft besser. Ja. Der hat bloß jetzt, guck mal, da habe ich ja die Benzinleitung ist ja dort einmal geflickt. Der hat eine untere Beschickung und die anderen waren von oben. Bis 55 Stundenkilometer läuft die Kiste. Ach was. Mhm. Meine Güte. Aber man muss sich anstrengen. Und wie gesagt, er hat ja dieses die Reifen. Unwahrscheinliche Profil, er hat ja 3 Bar Luft auf dem Reifen, weil dieses sind Wulstreifen, sieht man an der Felge. Ja. Der Wulst geht da in die Felge hinein und wenn der zu wenig Luft hat, dann fluppt er runter. Dann fliegt er runter und deswegen musst du 3 Bar drauf haben. Wollen wir mal die Lampen anmachen? Ja. Ja. Habe ich gedacht. Das finde ich geil. Ja, dass man das mal zeigt, das interessiert mich ja selber auch. Ja. Was ich auch so toll finde, diese Aufhängung von der Lampe, das haben die ja auch gemacht, dass das mitfedert. Ja, natürlich. Ist ja nicht so richtig kardanisch aufgehängt, aber ist ja auch nee, aber es ist ein bisschen beweglich, ne? Guck mal, hier haben sie die Lampe auch schon mal gelötet. Ja, da war ich ja bei, ne? Nee, das sieht nicht nach dir aus. Ja, ja, der Rolli hat schon überall rumgefummelt. Ja? Ja, ja. Na gut, dann machen wir die Lampe mal an, wa? Was das auch mal für ein Angang war früher, wenn du jetzt losfahren wolltest. Genau, musstest du erst mal... Da ist nichts drin. Ist nichts drin? Nee. Nee? Naja, gut, ich habe gedacht, da wäre was. Hast du was mit? Ja, logisch, ich bin da immer gut ausgerüstet, das weißt du doch. Guck mal nach, ob der jetzt Wasser kommt. Nee. Jetzt. Ja, jetzt tropft er, genau. Gut, nee, so. Dann lass mal nach. Ja, ich weiß Bescheid, ganz ruhig. So, und das ist ja der Kabitbehälter, die würde jetzt... Ach, das stinkt doch. Du kennst sie ja von früher, ne? Mhm. Ich auch. Und da kommt jetzt Kabit rein, hat Herr Schröder in der Tasche mit. So, ich habe doch in den TÜV-Papiere, ne? In den TÜV-Papiere hat der Beamte von mir verlangt, immer eine Batterie damit zu haben, Ersatzbatterie. Als Ersatzbatterie. Nein. Ich sage, ja, sag ich, habe ich. Das Kabitwürfel, ja. Da tue ich mal was rein von, Herr Schröder. Ja, genau. Wir brauchen ja nicht so viel rein. Nee. Ich mache mal 2 Stück rein. Ja, nehme ich an, ne? Ich habe da, weiß ich nicht, aber 2, da kommst du nicht mit aus, ne? Naja, mache ich noch den dicken noch hier. Ja, so. Das kommt ja den auch noch, Herr Schröder. Ja. Und wo kriegt man jetzt Kabit noch gekauft? Überall, im Internet. Hm? Im Internet. Ja? Ja. Ich habe mir 2 große Dinger gekauft. So, ich packe das wieder rein hier. Ja.
Ja. Das ist ein bisschen fummelig. Das ist kein Original-Gummi mehr. Nee. Das war, ja, hat sich zersetzt. Das passt, aber eben passte das ganz gut, wie ich das sehe. Ja, 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 ja. So. Ja. Dann schraube ich den da mal unter wieder, wa? Ja, gerne. So, Wasser war ja drin, ne? Ja, aber und richtig schön fest, ne? Ja, mache ich. So. So, und jetzt muss das ja wieder zusammen hier, ne? Was? Ne, das ist alles gut. So, und jetzt? Hier kommt ja das Gas raus. Ja. Ich habe jetzt Wassermarsch gemacht. Jetzt tropft praktisch Wasser hier rein. Ja. Und dann entwickelt sich ja Gas. Ja, dann entwickelt und sich Gas. Und das Gas muss ja jetzt hier rauskommen. Kommt aus der Düse raus. Ich habe ein Feuerzeug, Herr Schröder. Ja, du musst einen Augenblick warten, aber nehme ich und versuch mal. Ein Prinzip, du. Aber die ist richtig hell sonst. Tolle Lampe, Herr Schröder. Ja, die ist gut. Ich habe natürlich noch kein großes Gefühl. Oh, siehst du, da unten kommt das raus. Das darf natürlich nicht sein, ne? Nee, der muss dicht sein. Ich drehe noch mal fest, ey. Ja. Nicht, dass es das Ding noch um die Ohren fliegt, Herr Schröder. Ja, das macht auch nichts. Nee, macht nichts? Nö. Aber die Ohren sind nicht so wichtig, ne? Nein, die können wir sowieso nicht mehr hören. Nee, genau. Alles gut. Boah, ich habe den auch gar nicht so richtig. Oh. So. So, dann, bitte die Kontrolle. Dann ist nämlich eben einmal hier so ein bisschen. Was ist denn das für ein scheiß Feuerzeug, du? So, kommt überall raus, hat keinen Zweck. Nee, das müssen wir neu abdichten. Das muss neue Dichtung ran, ne? Und siehst du, da geht allerhand verloren und deswegen kommt da oben nichts an, ne? So, obwohl ich da eine ganz weiche Dichtung drin hatte, hast du ja gesehen, ne? Aber wir wollten das ja nur mal erklären, wie es funktioniert. Ja, jetzt genau. Jetzt habt ihr das ja gesehen. Nee, geht nicht. Soll ich noch mal fester drehen? Nee, geht nicht mehr, Andi. Du kannst sie ja auch abmachen, komm, geht denk. Noch. Ja, das ist aber unten der Druck. Ja, man weiß es nicht. Nee. Siehst du das? Insgesamt. Ja. Überall bläst er raus. Da müssen wir mal eine schöne Dichtung finden, die da reinkommt. Ja, das ist so eine Selbstding. Und das gibt extra Kapitdichtung dafür. Ne? Das ist extra ganz weiches Gummi irgendwie. Ne? Und ich hatte ja so ein komisches weißes Gummi, hast du gesehen? Das ist ja auch ganz weich und trotzdem. Ne? Mhm. Ja, sehen wir denn. Dann wollen wir jetzt mal versuchen, dass der Motor läuft. Was? So, weiter geht's. Den brauchen wir einen Kerzenschlüssel, wa? Ja, genau, aber einen größeren, ne? Ja. Hier ist das Getriebe. Und da ist die Antriebswelle von dem Motor. Und dieses Getriebe, das haben die da praktisch, das ist da am Rahmen zusammengeklemmt. Und dann haben sie das immer nachgezogen. Und das war, wie ich sie gekauft habe, ganz flach, der Rahmen. Den habe ich alles neu aufgetragen. Und dann habe ich dazu noch eine Bremse von diesem Getriebeschlitten gemacht hier hinten, dass ich die genau einstellen konnte, dass diese Ketten gleichmäßig sind. Und das ist das Wichtige bei, die mussten gleichmäßig verteilt werden, damit das auch richtig läuft. Die Spannung der Ketten ist fast identisch. Und das habe ich eben dadurch, und dass ich hier dieses genau einstellen konnte, habe ich erreicht. Und jetzt kann ich das unbedingt anziehen und dann ist es in Ordnung. 26er Schlüssel war ja. Hier ist noch eine Scheibe, Herr Schröder. Ja, das wusste ich. Da fehlt noch eine. Ja, man, eine Riesenkerze. Wahnsinn, ne? Ja. Sollen wir mal die Funken gucken? Aber sieht nicht schlecht aus, ne? Nö. Es kann auch sein, dass ich... Hat die einen Zündschalter? Hat die ja nicht. Tritt mal runter, ich guck mal hier. Ja, hier funkelt er. Aber deutlich, ne? Nee. Oh, das... Lass uns mal die Kerze ranbauen. Das ist ja nicht doll, der Funke. Bitteschön. Gib mal die Mutter. Na, hat er noch nicht ausgelutscht? Ach so. Sollen wir hinkommen? Zum Abbauen? Nö, das muss immer kalt werden. Ach so. So, machen wir jetzt.
Oh doch. Wir probieren mal, ob sie jetzt anspringt. Einfach. Ja, würde ich sagen. Ja gut, dann drehen wir die Kerze hier rein. Soll ich das über Schwungrad machen? Können wir machen, ja. Das ist einfacher für uns. Der braucht hier oben keiner draufstehen und trampeln. Mhm. So, ich habe das jetzt ohne Unterlegscheiben festgemacht. Boah, ja, das geht. Provisorisch. Das geht. Was ist das denn hier? Ein Dekompressionshebel? Das ist die Prüfung, wenn ich ihn ausmachen will. Wahnsinn. Da ist, ist ah, hier, lass mal den mal. Ah ja, guck mal, da geht so ein kleines Ventil auf und zu. Ja, der bläst er ab. Kick mal runter jetzt, dann hat er keine Kompression. Ne? Guck mal, schnüffelt er da raus. Dieses ist ein Sackkolben. Ja, ein Sackzylinder. Zylinder. Ein Sackzylinder. Ja. Der kann hier oben nicht geöffnet werden. Nee, man kann den Deckel nicht abnehmen. Glaube ich, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich war so ängstlich, dass vielleicht ist er ja auch so reingedreht mit Gewinden, aber glaube ich nicht. Herr du, ich nein. Der Roland hat mir ein paar Unterlagen mitgegeben. Aha. Und guck mal, und da ist er getrennt. Tatsächlich. So, pass auf. Aber das ist auch ein anderer Zylinder. Weil er hat den Ansaugstutzen da, okay, und der da. Ja. Und da ist die Ansaugstutze und das ist Auspuff, nehme ich an. Mhm. Oder ist umgekehrt. Das ist der Vergaser und das ist der Auspuff. Ja. So, und dann hat er natürlich hier zwei Möglichkeiten. Guck mal, und dieses ist mein Sammler hier. Ja. Und dieser Zylinder gehört nicht zu dieser Maschine. Nee. Und deswegen aber weiß ich das nicht. Das ist ja auch verrückt. Wie willst du den denn festmachen? Der hat ja nicht Gewinde, mal Feingewinde. Ja, so wie ich sagte, ne? Da ja ist Gewinde drin. Ja. Den musst du ja erstmal Benzinhahn aufmachen. Ja. Ne, der da, ne? Ja, ja. So, und den, so, mal den tippst du immer? Tippen. Und wenn er nicht will, dann kriegt er ein bisschen Bremsenreiniger. Kommt nicht, ne? Nee. Aber mit dem Vergaser, das ärgert mich auch, dass er hätte. Der hätte nie geleckt sonst. Nee? Nee. Wie alt ist denn überhaupt das Benzin, was da jetzt drin ist? Das ist schon. Ja, das ist so ölig, das hat überhaupt keine Leistung mehr, finde ich. Ja, aber ich habe Stabilisator drin. Stabilisator drin? Ja, logisch. Das ist sehr ölig, meinst du? Der zündet gar nicht richtig. Das Benzin ist so. Finde ich nicht so aufregend. Das nee, Benzin, nee. Das ist ein reines Öl nur noch. Das Benzin ja ist verdunstet, meinst ja du? Ja. So, so. Wie ich das hier so angefasst habe, das ist so ölig. Ja. Der Sprit. Ja. Ja, was können wir dabei machen? Wir können mal die Schwimmerkammer, die würde ich mal aufschrauben, dann kippen wir da mal richtigen Sprit rein. Die kann man nicht rausnehmen, ne? Nee. Oh, das merkst du auch selber, wie ölig das ist. Ja, ich merke das nicht. Richtig schöne Spiegel. Dass wir auch mal so schwierige Sachen machen müssen, Herr Schulde. Ja. Meine Sie Liebe haben sich das ja gewünscht, Herr Schulde. Ja, ja, habe ich mir gewünscht. Jetzt kommt hier mal der Bremsenreiniger rein. Den ist er jetzt auf. Nimm noch mal den. Mhm. Wieso? Ich würde den Sprit mal ablassen. Ja, mache ich ja. Und dann mal eine richtige Mischung. Gar nicht, dass sich das hier mischt, mhm, sondern dass wir das fertig mischen. Das mache ich immer. Ach so. Das ist nur Attrappe da. Ja, ja. Ich mische die alle zu Hause. Ach so, das muss raus. Ja, ist gut. Dann kannst du es als Waschbenzin nehmen. Das sponsere ich denn. Danke. Vielen Dank, Herr Schröder. So wollen wir das machen. Ich sponsere ja auch neues Benzin. Ja, das stimmt. Im Gegenzug. Aber nicht so viel, nur ein Liter kriegst du. Ist das Reinwind, ne? Mhm.
Gut. So, Herr Schröder, neuer Sprit, neues Glück. Ja, jetzt was? Wollen wir mal sehen, was er sagt. Ob der große Meister recht hatte. Ja, ich meine, ich habe recht. Ja. Nicht immer, aber was war das? Also, Gas ist so. Ja. Das war's. Schön. Ja. Ja, Herr Schröder, was meinst du denn? Jetzt habe ich das ja auch so in den Fehler gefunden. Jetzt kann ich ja wohl einen kleinen Ausritt machen mit der Maschine, wa? Du? Also ich sehe das nicht so gerne. Wenn nee? So, nein. Ich gehe doch immer gut damit um. Aber pass auf, wir machen das folgendes. Du kriegst meinen alten Sprit als Waschbenzin. Ja. Und ich habe den neuen dafür gekriegt. Ja. Und weil das neue ja doch ein bisschen wertvoller ist, dann darfst du eine Runde damit drehen. Ja! Danke, Herr Schröder. Bitte schön. Ja, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Ja. Ne, wir sagen mal, das war wirklich mal wieder schön, dass Herr Schröder da ist. Waren ja in den Kommentaren auch immer, wo bleibt denn unser lieber Herr Schröder? Ja. Jetzt ist er endlich mal da. Ja. Ne? Ich finde das ja auch toll, wir basteln immer so gerne zusammen. Ja, ne? Natürlich. Macht echt Spaß. Vor allen Dingen, man macht sich so viel Gedanken und nachher ist es so einfach. Ne? Ja. Bloß war der Sprit so ein bisschen, der steht ja auch schon, ne? Ja. Seit 2005, also 7 Jahre drin, ne? Ja. Ne, dann geht das auch nicht mehr. Ne, das geht ja nicht mehr, ne? Nein. Und die wurde ja relativ wenig bewegt und dann ist das so, ne? Ja. Gut, dann machen wir jetzt gleich mal eine Tour. Ich sage jetzt tschüss. Ne? Man sieht sich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Man sieht sich. Ne? Man sieht sich. Tschüss. Tschüss. Das war ja mal wieder ein Höllenritt. Ja. Du. Geil, ja. Ja. Jetzt stelle ich Sie nur noch mal vor, wenn ich Kapitlern berichte. Ja, das machen wir das mal. Das wollen wir noch mal wissen. Genau. Das lässt Herr Schröder ja nicht auf sich sitzen. Nein, das mache ich nicht haben, wenn das nicht funktioniert.
Vollgas, das will er nicht. Nee? Nee, nicht so richtig. Ja, aber ein alter Mann. Ja, eben. Ne? So. Hast du das mitgekriegt? Bei Vollgas will er nicht so richtig, den überschlägt er sich. Ich sag, lass ihn mal so, das ist ein alter Mann. Ja, ist auch wirklich alt. Vollgas wollen wir nicht fahren. Nein. Ne? Nee. Ja, hier, das packen wir jetzt noch mit in die Folge rein, weil Herr Schröder... Ich habe auch noch einen Wunsch. Er hat noch einen Wunsch und wollte noch mal was zum Ausdruck geben. Ja. Ist er extra noch mal mit der Maschine hierher gekommen. Ja, genau. Dann sag mal, was du da vorhast. Ja, was heißt, ich habe was vor. Ich wollte mich noch mal recht herzlich bei den Franzosen, Roland, sofort, oder wie der heißt, der gute Mann, den ich gar nicht persönlich kenne, aber der hat sich unheimlich freigesetzt hat dafür, dass ich die Typabnahme und alles bekommen habe. Ja. Dass ich die Daten von der Maschine gekriegt habe und darüber wollte ich mich bei den Franzosen recht herzlich bedanken nochmal. Ja, ich bedanke mich auch nochmal. Viele Grüße nach Frankreich. Jetzt hast du das, du konntest nachts nicht schlafen, Herr Schröder. Ich wollte das unbedingt loswerden, ja, das und hab das dann vergessen, ja. Verstehst du? Weil die Aufregung, die war so groß. Ja. Guter Mensch, was hast du denn hier? Ach, hast du den Namen? Mein Spickzettel. Will jemand das mal sehen? Ich will den Namen aussprechen. Ja. Auf Französisch. Roland Soufflet. Jedenfalls hat er sich unheimlich beschäftigt. Okay. So, Herr Schröder, jetzt kannst du wieder schlafen, ne? Ja, jetzt habe ich alles erledigt. Gut. Und die Maschine läuft gut, wa? Jo. Die knallt, wenn ich Vollgas gebe. Da muss ich noch mal bei. Bei der Lampe bin ich noch bei. Aha. Das geht wie hin. Ja, schön. Oh, die läuft ja so, wirklich voll. Ich lassen, ne? Ja. Fährst du wieder weiter jetzt? Ja, fahr ich nach Hause wieder. Tschüss, Herr Schröder. Tschüss.